Ja, willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past für das Super Nintendo. Und es geht jetzt hier weiter. Wir haben im letzten Part den ersten Dungeon der Schattenwelt hinter uns gebracht. Ja, und jetzt wollen wir uns hier mal noch anderweitig ein bisschen umschauen. Das ist aber jetzt nicht die Schattenwelt hier, sondern Hyrule. Ich wollte euch einmal etwas zeigen. Und zwar werde ich jetzt hier in diese Richtung laufen. Im vorletzten Part war das, glaube ich. Da hat uns der böse Zauberer Arganon in die Schattenwelt verbannt, sozusagen. Mit Hilfe des Zauberspiegels, also dieses Items, kommt man immer wieder in die Lichtwelt zurück. Und ja, wenn wir jetzt ins Schloss gehen wollen, dann passiert dieses hier. Wir kommen automatisch in die Schattenwelt. Das heißt, das Schloss können wir nicht mehr betreten. Wir können es schon betreten, wenn ich jetzt hinter diesem Warp-Punkt, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt hier den Spiegel verwende, dann kann ich immer ins Schloss reingehen. Das kann ich schon. Aber trotzdem versperrt uns dieser Burggraben, oder was heißt Burggraben, also dieses Burgtor eher gesagt, den Zugang zum Schloss hier, ne? Aber wir können anderweitig ins Schloss gehen. Ach ja, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, obwohl ich das schon mehrfach gemacht habe. Wenn wir von der Schattenwelt in die Lichtwelt kommen, mittels des Spiegels, dann erscheint dort hier so, an dem Punkt, an dem wir wieder in die Lichtwelt gekommen sind, so ein Zauberstaubpunkt hier. Also so ein Punkt, an dem sich so ein so Magie sammelt. Und wenn wir das berühren, dann kommen wir wieder zurück in die Schattenwelt. Das heißt also, an dem Punkt, an dem wir wieder in die, an dem wir von der Schattenwelt in die Lichtwelt kommen, können wir auch wieder dahin zurück. Also es ist so eine Art Retour-Punkt. Ja? Und besonders für das Betreten des nächsten Dungeons wird dieses sehr wichtig sein. Aber ich weiß nicht, ob ich in diesem Part den nächsten Dungeon schon betreten werde, denn es gibt noch so einiges zu machen hier. Das werdet ihr auch gleich sehen. Also jetzt geht es erstmal dahin, wo wir eben waren, wo wir den Part gestartet haben. Und da befindet sich auch noch was Spezielles. Nämlich hier ist auch so eine Wand, die man aufspringen muss. Und hier bekommen wir sogar so einiges. Und zwar einmal von ihm hier. Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Boah! 300 Rubine hier auf einen Haufen. Okay. Dann geht's hier hin. Dann bekommen wir hier ein 20er, hier ein 20er. Hier ein 20er und hier ein 20er. Hat sich also sehr gelohnt. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich eigentlich... Muss ich mal gucken dann, ne? Wie ich damit jetzt weiterverfahre. Denn ich habe ja bald 999. Aber es gibt ja so einige Minispiele, die man hier auch machen kann. So. Dann gehen wir mal... Moment. Weiter unten geh ich jetzt momentan noch nicht weiter. Erstmal noch woanders hin. Und zwar, ja, können wir mal hier mal gucken, was befindet sich denn hier? Oh, wer bist du denn? Das wollte ich gar nicht, ne? Junge? Ich wollte mit dir sprechen. Bomben, mächtige Bomben. 30 Stück, nur 100 Rubine. Bomben, kauf Bomben. Ja toll, ich wollte keine Bomben kaufen. Ich wollte mit dir sprechen. Ja, da ist dir aber die Hitbox ein bisschen seltsam gewesen da eben. Habe ich jetzt 100 Rubine verbraten, nur um irgendwie zwei Bomben dazu zu bekommen? Das kann ja wohl nicht sein hier. Naja, okay. Dann geht's mal weiter. Achso, hier gibt's auch noch so einige... Oh, soll ich erstmal diese Moblins hier besiegen? Haut ab. Wir wollen euch nicht hier so. Hier so einige Bäume auch. Wenn wir die berühren hier... Da spuckt eine Bombe einfach auf uns hier. Was sagst du denn? Huch, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keine normalen Menschen gesehen. Lass uns ein wenig plaudern. Früher lebte ich überglücklich
oder lebte ich glücklich und zufrieden in den verlorenen Wäldern, bis ich eines Tages in einen magischen Teleporter geriet. Die Macht der Schattenwelt verwandelte mich sofort in diese Baumgestalt. Ich schätze, die beiden Wälder sind irgendwie miteinander verbunden. Was du nicht sagst. Da ist auch noch so einer. Immer wenn diese Bäume einem mit den Augen folgen hier, dann sieht man, dass sie Augen haben und ja, dann kann man mit denen auch noch sprechen. Hör auf, mich zu belästigen. Hier. Du hast eine Bombe auf dem Buch. Und die, bei denen kann man ja sehen, bei den normalen Bäumen, die haben keine Augen. Also es gibt auch noch weitere Bäume mit Augen. Und da werden wir dann auch noch uns... Die werden wir dann auch noch finden und ich weiß nicht, ob ich jetzt alle finden werde oder sowas, aber die geben einem nur so Tipps oder sowas, ne? Wie der eine zum Beispiel, oh, hallo, ein Fuchs, das sieht aus wie ein Fuchs hier. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt, das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gern wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach der Flöte. Ja, werde ich machen. Ich leihe dir gern meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Ja, du hast dir eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. Ja, falls ihr euch daran erinnert, an einem der ersten Parts, da hat jemand Flöte gespielt. Und... ja, der ist irgendwie in die... Und der ist ja plötzlich verschwunden, genau, und dann ist er in die Schattenwelt gekommen. So, die Schaufel behalte ich jetzt mal ganz kurz, um euch in einem Minispiel etwas zu zeigen, was man vielleicht denken könnte, das gehen könnte. Also, aber es geht nicht. Das will ich euch hier mal zeigen. Aber kurz vorher nochmal geht's hier, in diesen Buschkreis, das ist ja sehr auffällig, da werden wir aber den Spiegel verwenden und kommen hier raus. Yay! Dann können wir hier auch noch, was bekommen, und zwar ein Herzteil. Yes, wir haben ein weiteres Herzteil gefunden. Sehr schön. Also gibt es sehr viele Geheimnisse in diesem Spiel. Da kommt man aus dem Erklären gar nicht mehr raus. Und das mag ich auch so sehr an dem Spiel. Ich meine, obwohl es ein Super Nintendo-Spiel ist, gibt es hier so viel zu entdecken. Und, das ist so klasse einfach gemacht. So, hier haben wir einmal ein Minispiel. Die Schaufel, mit der Schaufel kann ich hier graben, so im lockeren Erdreich hier. Und manchmal findet man auch irgendwas, irgendwie ein Herz oder sowas. Oder Rubine, oder war das erst in Link's Awakening der Fall? Also hier, weiß ich nicht, also hier findet man irgendwie so weit nichts. So, hier haben wir ein Minispiel. Das kann man ja auch schon draußen sehen, das ist irgendwie so Dart werfen oder Pfeilschießen oder sowas. Dieses Minispiel ist nicht wichtig für 100%, aber ich zeige euch das trotzdem mal. Einfach, weil ich euch das mal gezeigt habe. Also für 100% ist nicht wichtig, hier kann man nur Rubine gewinnen. So, was sagst du denn? Na, mein Junge, probier doch mal deine Schießkünste an meinem Schießstand aus. 5 Schüsse kosten nur 20 Rubine. Es winken ein paar Extra-Rubine. Na, wie wär's damit? Ja, ich versuche es mal. Versuche 5-mal zu treffen. Ziel genau. Bereit? Okay, ich bin bereit. Okay. Ich muss diese hinteren Objekte treffen. Die Hände darf ich nicht treffen. Eigentlich habe ich den grafisch, habe ich den eigentlich getroffen. Und jedes Mal, wenn ich getroffen habe, dann trommelt der da auf sein... Ah, scheiße. Mann. Also hier bekommt man nichts, wenn man jetzt immer getroffen hat. Möchtest du noch einmal schießen? Nein, lieber nicht. Gut, kleiner Freund. Dann kannst du auf dem gleichen Weg verschwinden, den du hierher gekommen bist. Mach's gut. Jo, danke. Ja, das war nur jetzt zum Zeigen. So, jetzt kommt aber auch ein Minispiel, das für die 100% wichtig ist, weil man da ein Herzteil bekommen kann. Und zwar ist der Schatzgarten.
In der Lichtwelt war hier ja so eine Art Irrgarten. Da musste man schnell durch innerhalb von 15 Sekunden. Und hier ist jetzt was anderes. Willkommen im Schatzgarten. Grabe in 30 Sekunden so viel, wie du nur kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubine und es kann losgehen. Mach ich gleich. Ist mir zu stressig. In Ordnung. Aber komm nochmal wieder, wenn du Lust hast. Nicht, dass ihr jetzt meint, nur weil ich jetzt die Schaufel habe, kann ich... Die Schaufel brauche, um zu graben. Nein, ich kann auch... Ich bekomme automatisch eine Schaufel gleich. So, also nochmal. Ja. Ein Versuch. Ja, ich grabe. Okay. Immer Y drücken. So. So. Im Randomizer ist das hier kein Problem. Weil man, wenn man eine bestimmte Anzahl gegraben hat, dann bekommt man auf jeden Fall das. Aber hier im Original ist das schwieriger. Da befindet sich das Herzteil. Das ist irgendwo versteckt und das ist jedes Mal woanders versteckt. Das ist keinen festen Ort, an dem es sich versteckt. Das ist immer woanders. Ja. Und so, jetzt kann ich euch mal zeigen, mit der Schaufel hier kann ich jetzt auch graben, aber das bringt mir nichts. Das gehört nicht mehr zum Minispiel dazu. Ne? Das wollte ich nur mit der Schaufel zeigen. Aber ich will ja dann auch das Minispiel jetzt gewinnen. Da könnte man wirklich viel Geld ausgeben hier bei diesem Minispiel im Original, weil... Ja. Weil das immer woanders ist. Das heißt, es ist sehr glücksbasierend hier. Und ihr wisst ja, ich mag nicht so gerne, wenn etwas glücksbasierend ist. Aber gut, einmal darf sowas im Spiel vorkommen. Obwohl, es kommt nicht nur einmal vor, es kommt zweimal vor. Hey! Verschwende nicht meine Zeit hier, indem du falsch gräbst. Kann auch hier ordentlich Kohle machen, ja, ne? Aber... Hallo, du Dummer! Oh, das muss doch jetzt nicht so lange dauern hier, verdammt nochmal. Manchmal findet man das sofort, manchmal erst nach, was weiß ich, 10 Malen. Wenn das so lange dauert, dann mache ich einen kleinen Schnitt, weil das, ich will hier nicht irgendwie 30 oder 40 Minuten Parts haben. Warum fliegen die Sachen immer so weit weg? Aber die Chance, dass das Herz da hier ist, ist hier, wo ich jetzt grabe, am höchsten. Da ist die Chance am höchsten, deswegen grabe ich auch immer hier. Aber ich kriege immer wieder Geld dazu. Also ich... Auch wenn es immer 80 Rubine kostet. Also wie gesagt... Wenn ich ab einem bestimmten Punkt meine, dass es zu lange dauert, schneide ich dann die Versuche raus, weil es ist einfach langweilig, immer zu gucken, wie ihr hier gräbt. Ich meine, in einem Jump'n'Run wäre das was anderes, weil man jetzt immer wieder failt, weil es da um Skill geht. Aber hier ist es ja einfach nur Glück. Das Dumme ist auch, man muss immer den Bildschirm verlassen. Man kann nicht nochmal hier graben. Nein, dann wäre es ja natürlich einfach. Oder was heißt einfach? Dann würde man das auf jeden Fall finden. Dann braucht man immer wieder graben und graben. Und dann irgendwann ist alles weggegraben hier. Und dann, ja. Findet man das jetzt auf jeden Fall schneller. So, ich grab jetzt mal doch mal auf der linken Seite eher hier mal. Also hier so entlang. Jetzt ist es auf der rechten Seite eher, aber... Ja, das gefällt mir nicht, wenn irgendwas glücksbasierend ist. So. Vor allem, es gefällt mir auch nicht, wenn hier Sachen im Weg sind. Ja. So, ein Versuch mache ich noch.
Und wenn ich dann nicht erfolgreich werde, dann schneide ich die weiteren Versuche raus. Also einen Versuch mache ich noch on-screen. Komm, mach ihn nicht. Also mal Rubine einsammeln hier. Ich kann mir hier oben mal. Das Dumme ist, man hat einfach zu wenig Zeit dafür. Ja, ich mache das folgendermaßen. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Und dann schneide ich den Siegesversuch am Ende noch da, zu diesem Part dazu. Denn ich habe noch einige andere Sachen noch zu erledigen hier jetzt. So, achso. Ja, ich muss nochmal wieder zurück in das Waldstück. Wo sich dieser eine Junge da befindet. Also dieser mit der Flöte. Und dann muss ich ja in der Lichtwelt dann eben hier mal nachgucken, wo hier die Flöte sein könnte. Seht ihr hier? Ja. Verschwindet in die Licht. In die Schattenwelt. So, ich weiß genau. Im Gegensatz zum Schatzgarten, wo das jetzt glücksbasierend zu finden ist, weiß ich genau den Grabeort, ja, an dem sich die Flöte befindet. Nämlich hier. Und es ist eine Ocarina. Trara, hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Ja, und die wollen wir uns auch gleich aneignen. Dazu müssen wir ins Dorf gehen. Also nach Kakariko. Ach ja. Übrigens, hier im Dorf Kakariko spielt jetzt auch die, ja diese Overworld-Musik von Hyrule. Eben weil wir Arganim besiegt haben und ja, das ganze Land jetzt von den Soldaten hier bewacht wird. Ja, man hört ja auch hier, die Kakariko-Musik spielt hier nicht mehr. So, achso, wir müssen erst einmal mit jemandem sprechen. Nämlich dieser Typ hier, der ziemlich schläfrig ist, und wachen wir mal auf hier. Diese Flöte hat meinem Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe, dein Blick verrät mir alles. Bitte behalte du die Flöte und spiele dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte. Ach ja, übrigens, das ist auch ziemlich traurig. Ah, das muss ich auch nochmal kurz zeigen. Meine Güte. Das ist, wenn man das im Randomizer nicht machen muss. Wenn ich nämlich nochmal zurückgehe zu dem Typen in der Schattenwelt. Oh, komm, mach inne, Link, hier. Dauert ja ewig hier, wo du rumschleichst. Es ist ein Hin und Her in diesem Part, ich weiß. Also. So. Wenn ich jetzt mit ihm spreche hier. Danke, Link, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte, nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Das habe ich schon gemacht, ne? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Und er wurde zu einem Baum. Ja, ist ziemlich traurig, diese Geschichte da, ne? Ich hätte es eigentlich erst machen sollen und dann mit dem alten Mann reden sollen. Das ist ein bisschen dramatischer noch, aber er sagt jetzt dasselbe. Ich spreche ihn jetzt nicht. Ach so, ich muss sagen, ich komme da gar nicht durch. Ich muss hier in die Lichtwelt zurück. Ja.
Hau ab, hau, hau, hau ab da! Oh, Mistvieh! So. Weg, weg, weg mit dir, weg, 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 hau ab, du Mistvieh. So. Also, der alte Mann hat uns ja gesagt, wir sollen dem Dorfvogel etwas vorspielen. Das mache ich jetzt mal schnell. Also. Ja, und dieser Vogel, der kann uns zu diversen Orten treiben. Wenn ich jetzt nämlich nochmal die Flöte spiele, kommt er an und wir können uns einen Ort wählen, wo wir hin geflogen werden wollen. Das macht das Reisen jetzt um einiges einfacher. So, ja, ich will wieder hier hin. Und die Schaufel können wir nicht mehr ausrüsten. Denn die wurde nun durch die Flöte ersetzt. Im Randomizer geht das. Da kann man mittels Y kann man die, ja, hier geht's nicht. Natürlich geht's hier nicht. Die Flöte und die Schaufel tauschen. So, denn im Randomizer ist es so, dass man die Schaufel später auch nochmal erst braucht. Ja. Und zur Sicherheit haben wir es dann so gemacht. Das gleiche gilt für den Pilz. Dieser Pilz ist ja auch nicht mehr anwählbar, den wir der Hexe gegeben haben. Da ist jetzt auf diesem Slot ist jetzt das magische Puder. Und ja, das im Randomizer konnte man das aber auch wieder anwählen, weil man das Puder so bekam oder bekommt. Und den Pilz, es kann auch mal gut sein, dass man den Pilz erst später bekommt. Ne? Und von daher kann man es immer anwählen. So, ja, ich werde nochmal jetzt nochmal schnell zum Schatzgarten gehen und euch den Siegesversuch reinschneiden. Wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, endlich meine Fresse. Das hat jetzt über 10 Minuten gedauert. So, ja, das war's jetzt mit diesem Part. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann und tschüss.